Bayern wächst. Wir sind das erfolgreichste Land in Deutschland. Nirgendwo ist die Arbeitslosigkeit so gering und umgekehrt so viele Arbeitsplätze neu in unserem Land wie in Bayern. Das bedeutet aber auch mehr Verkehr, vor allem in den Ballungszentren. Unser Ziel ist da, eine Entlastung zu schaffen. Wir wollen keine Fahrverbote wie woanders, sondern wir wollen besseren öffentlichen Nahverkehr. Eine bessere Anbindung der Ballungsräume in die ländlichen Räume, dort auch um München herum beispielsweise oder um Nürnberg herum, aber genau das Gleiche in die Stadt hinein. Natürlich bauen wir eine zweite Stammstrecke, das ist gut, aber das ist ja lange Perspektive. Es muss jetzt was getan werden. Also unser Ziel, wir nehmen 100 Millionen Euro pro Jahr neu in die Hand. Und was tun wir damit? Wir verbessern die Taktzeiten. Wir haben mehr Möglichkeiten insgesamt, dass die Bahnen schneller fahren, öfters fahren und damit weniger auch Wartezeiten sind und es nicht ganz so eng ist, wenn man in der S-Bahn steht. Das ist unser klares Ziel. Und zusätzlich schaffen wir neue Busse, neue U-Bahnen an, um da an der Stelle auch den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Und zwar überall in Bayern, wo das möglich ist. Ein Riesenpaket. Und last not least, wir werden überall auch neue WLAN einführen. Weil wir glauben, es gehört einfach dazu, dass man WLAN hat, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist. Und irgendwann bei den neuen Zügen oder den neuen Wägen wird dann auch das Ziel sein, dass wir eine Ladestation einbauen, damit man sein Gerät auch entsprechend laden kann. Modern, zukunftsorientiert mit Service. Das ist Bayern.